noch heire, hänz und knennt, hätt's wo dann an alleige gestemmt. Ich sieh die kräftig Stimme einer Gestalt in das blasse Wald. Hätt vom Holzfell geklebt, hätt nie badisch wille sie. Doch der Großherzog hätt gnadi letzte Recht, zieht es in sie schlecht. Hatte selber eine eigene Jagd. Wo, weiß ich nicht genau, aber irgendwo im Raum Schönenbach. Und diese Jagd war leer geschossen. Es war also nichts mehr zu holen. Dann hat er halt gewildert, dort wo noch was war. Und da war natürlich nun dieses große staatliche Waldgebiet, nicht nur des Vorstands St. Blasien, war ihm sehr gelegen. Ist da jemand? Grüß Gott, schöne Frau. Haben Sie Arbeit? Der dritte Mann dieser Frau hat ihn eingeheiratet auf diesen Hof. Es waren insgesamt 14 Kinder aus diesen drei Ehen vorhanden. Es war also der größte Hof, mindestens im Ortsteil Loch, den er besessen hat. Nicht nur, und aus dem Grund sagt man im Loch heire. Das soll das stabilste Haus von Blasewald sein, hat einmal der alte Bürgermeister gesagt. Ja. Also mit den Steinen gebaut, nicht? Das hat er gebaut für sein Liptikhaus. Damit er über den Hof Aufsicht hat, nicht? Wenn die Mägde und die Knechte arbeiten, nicht? Das da war ja. Der ganze Wald, was ich da sehe, hat er zugehört. Wie viel hat er zugehört? 20 Morgen. 20 Morgen. Badische Morgen, 20 badische Morgen, hat scheinbar der Waldbesitztum gsi. Und ist ein anderer Wald wildere, das hat er mitgelangt. Ja, da hat noch niemand was gefragt, nicht noch am Herrgott und er hat halt gemacht, wann er wollte, nicht. Ja.
Streit haben wir viel gehabt, ja, Streit. Das ist also auch noch erzählt. Aber er hat immer mit seiner Höhe so einen langen Arm, so lange Arme. Er hat halt ausnahmsweise scheinbar lange Arme gehabt. Da ist ihm keiner beigekommen, zum Abwehren. Nicht? Und Essen hat er viel kennen, ja. Das haben sie ja. Jetzt auch viel Essen gegeben, das ist also auch erzählt. Ich habe so viel Essen kennen. Ah ja, großer Mann, ein starker war es nicht. Ja. Heinrich Isele oder der Lochheire, nicht? Isele hat er geheißen, nicht? Isele hat er geheißen, Heinrich Isele oder der Lochheire. Lochheire haben sie ihm halt gesagt, Lochheire. Der Lochheire, nicht? Weil er Heire und das ist der Ortsteil Loch da, nicht? Ja, ja. Er war an und für sich ein fleißiger Mann. Dort von Zeugen, die viele Umfriedungsmauern um sein damaliges Besitztum. Die hat er also aus Feldsteinen zusammengetragen und zusammengefahren hat mit seinen Kindern, Knechten und Mägden. Er hat also seine gesamte Besitzung hat er versucht, durch diese Findlingsmauern einzuzäumen, die also zum großen Teil noch vorhanden sind. Das haben alle Leute gemacht, aber der Lochheire hat sie einwandfrei als diese Trockenmauern. Fein, hübsch, sauer hat er sie aufgesetzt. Wegen dem sind die auch jetzt noch so lange erhalten, nicht wahr? Weil sie eben standsicher sind und nicht bloß aufgeschüttet. Das ist halt so. Das Einzugsgeld musst du noch zahlen. Und dann musst du nachher noch die Heiratssteuer zahlen. Und Erbsteuer musst du auch noch zahlen. Das steht alles noch offen. Das sollte ich halt alles einziehen jetzt. So, ich kann es behalten. Kann auch nichts machen. Das ist halt so. Ein großherzoglicher Befehl hat es geheißen, man mir ein Buch anlegen. Und da steht genau drin, was du noch zahlen musst. Was ich habe, das habe ich mit meinen eigenen Händen geschafft. Sie sind vom Herrgott und nicht vom Großherzog. Und ein Amtsfötzel, wie du einer bist oder ein Gmei, Sie haben wir da gar nichts drin zu reden. Das da gehört mir. So kannst du doch nicht weitermachen. Nimm doch Vernunft an. Vernunft? Vernunft? Soll sagen, Herren, wenn sie einen versäckeln wollen. Soll kann ich dir sagen. Das wirst du noch mal ganz bitter bereuen.
Ja, der Skiclub Blasebal macht ja jedes Jahr eine Veranstaltung, einen Zinkenlauf. Und das in diesem Jahr ist ein Wanderpokal gestiftet worden für die besten maskierten Läufer und Gruppen. Und da hat auch eine Staffel hat eben den Lochheire nachgebildet. Und habe auf den Langlaufschuh habe sie also umgekehrt die Schuhe angezogen, damit, weil er ja früher, wie man hört, immer verkehrte Schuhe angehabt hat, damit man gemeint hat, er wäre nach Hause gegangen und bin ich schon in den Wald reinmarschiert. Das wär's. Gut. Lochheire Hansen genannt, hat's wo dann alleine gestemmt. Ich sehe die kräftigste Mannengestalt in das Blasiwald. Hat vom Holzfäller geklebt, hat nie badisch will sie. Der Großherzog hat genau die letzte Recht. Zeiten sind sie schlecht. Doch Heiri ist gern auf die Jagd, ist der beste Jäger gsi. Doch Hungersnöd und Stiere können das Leben abschnüren. Die Zeit hat natürlich auch mitgeholfen, denn nach der Säkularisation, wo diese Gebiete vom Kloster entfernt wurden und vom badischen Staat übernommen wurden, waren die Leute verlassen. Das Kloster hat ihnen wenigstens so viel gelassen, dass sie ihr Leben fristen konnten und ihre Abgaben zum Kloster erfüllen konnten. Aber der Staat hat sich nicht darum gekümmert, wie sie die Steuern bezahlen. Wohlstand muss schon gewesen sein auf dem Hof, nicht? Hey, ja, das ist schon. Ja, denken Sie mal, aber so viel die Schulden gehört nicht. Der Staat ist halt dort. Der ja. Hat halt. Ja. Ja, ja. Also, kommt mit dem Viehzeug. Kommt. Alle, gehen wir. Jetzt habe ich Glück. Nächstes Mal holen wir Kühe. Alle. Du musst nicht heulen. Die kommen wieder. Der Heiri hat halt scheinbar. Er hat von Gott nicht viel gelöst, weil es ihm im Unglück zugegangen ist. Nicht? Er hat ja bankrott gemacht. Und, war ein gottloser Mensch. Nicht? Ja. In seinem Zorn hat er halt noch die Kapelle gell, abgerissen. Ja, hat er sie und über die Mauer geworfen. Früher war bei jedem größeren Hof eine Kapelle. Nicht? Und scheinbar, weil er eben nichts geglaubt hat, es ist fair nicht wahr, und ich bin ein gottloser Mensch geworden, hat er sich über die Mauer runtergeworfen da, mit seinen Knechten. Die Knechte und die mussten helfen, nicht? Die Kapelle runterreißen. Mit Hagenwaschen haben sie nicht so von Hand. Ich habe gemeint, sie hat die Brust dran gespannt. Nein, wo er sie runtergeworfen gehabt hat, hat er. Ah, und hat sie da drunter geschleppt? Ein Stück weit über den Weg runter. Runter, über den Weg runter. Geschleppt, ja. Und da haben sie dann die. Ja, sind immer Kinder und so weiter, sind um den Weg gewesen. Die haben sie dann kaputt gemacht, ausgebissen. Das ist also schon was gewesen, ja. Nicht? So eine Kapelle runterreisen. Ja, wo auf Gott dem Hof los, nicht? Wo auf dem Hof. Ja. Also viel Gold hat nicht. Ja. So, Gesundheit miteinander. Ja. Sechs Gulden, das ist mein letztes Wort. Da schrieb es in den Vertrag. Ja, die Unterschrift
Da ist alles fix und fertig. Sechs Gulden. Wenn du mir das Geld da auf den Tisch leihst, dann mach ich's. Jetzt und gleich. Da dazu brauchen wir doch keinen Vertrag. Das ist zu meinem Vorteil und auch zu deinem Vorteil. Was will so ein Kerl wie du machen mit so viel Geld? Sämaschinen kaufen? Maschine ist Arbeit. Und Arbeit ist Geld. Viel Geld. Aber pass auf, von mir kriegst du die Maschine zum halben Preis. Richtig genommen kriegst du von mir 12 Gulden. Und da kommst du extra vom Elsass, da auf der Schwarzwalduhr, zum Holz kaufen. Das glaube ich doch jetzt. Ich habe auch meinen Vorteil da drin. Es ist alles billiger im Schwarzwald als in Frankreich. Schwarzwald ist arm. Und wenn du mir das jetzt gibst, was in seinem Vertrag da innen steht, was ist denn da denn? Für das ist er ja da, der Vertrag. Da steht alles schwarz und weiß, was wir ausgemacht haben. Jetzt bin ich da, möchte den Schuldschein kassieren. Habt ihr ja gleich gesagt, wie weit's kommt mit dir. Hättest du auf mich gehorcht? Jetzt musst du halt zahlen. Da hilft alles nichts. Ich hab das gesagt, du kommst mit dem Dickkopf immer tiefer ins Elend nie. Mir hat auch einer einen Schuldschein unterschrieben, wo ich gezahlt hätte. Ich muss alles holen, was du hast. Ich muss pfänden. Mit dem Kind hatte ich Pech. Aber ich komme schon wieder ue. Das ist die Sache. Jetzt muss der Schuldschein eingelöst werden. Hat alles keinen Wert. Für den Winter lassen wir wenigstens noch das Vieh und das Vorder. Nur noch für den Winter. Jetzt wird's da anders, wo du am Boden bist. Jetzt wird's da anders. Ja, welle am Boden. Bei diesen Zinsen. Da bin ich gespannt, ob du nochmal aufkommst. Da bin ich gespannt. Hör auf! Wir bringen euch beide ins Unglück. Die gottverdammte Sache! Heiri hat man Hof ohne Kau gefind. Die Heifrau und 14 Kind, die wird nicht satt alleige vom Wind. So ist schluch Heiri los mit einem Gewehr bei der Schulter. Hinterm Schluchsee hat man gesehen, gar wilder. Luch Heiri hat immer wählen, freie Masi. 20 Jahre gelebt vom Wilderen,
und so Hof und Acker kalte. Er war, so wie mir geschildert wurde, ein Mann, der sich schwer einer Obrigkeit untergeordnet hat. Und es war bekannt, unter der Bevölkerung wenigstens war es bekannt, dass er wildert. Er war auch nicht der einzige Wilder in der Gegend. Nicht nur, so wie der Großvater alles erzählt hat, war das, kamen ganze Gruppen aus dem Wiesental, die hier der Wilderei nachgegangen sind. Nicht wahr? Und zwar in so einer Stärke, dass die Forstverwaltung mit ihren Beamten nicht eingreifen konnte. Man muss sich eben diese Zeit damals vorstellen, nicht? Die Leute hatten nur das nackte Leben und Geld war so rar, wie wenn man 90-jähriges Haar auf dem Haupt. Uns voll Geschirr, bald verwacht. Uns voll Geschirr, bald verwacht. Nein, lasset wisst, zert um erkracht. Vom Unterland bis an der Reh. Vom Unterland bis an der Reh, will's Volk jetzt selber Meister sehen. Ai, oi, will's Volk jetzt selber Meister sehen. Achtung! Leopold, von Gottes Gnaden, Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen, die Sache der Revolution ist verloren. Mit dem heutigen Tag ist die Schreckensherrschaft Einzelner, die in jeder freien Äußerung andere auf die gehässigste Weise verfolgt haben, endgültig und unwiderruflich unterbunden. Die Redensführer, allen voran Friedrich Hecker, sind in staatlichem Gewahrsam. Achtung! Meine lieben Badener, an euch liegt es nun,
der Welt ein Beispiel zu geben? Ein in gesetzlicher Entwicklung der Freiheit und der Festhaltung der Ordnung glücklich fortschreitendes Volk zu werden. Ihr werdet, ich weiß es, ich vertraue darauf, dieses großartige Beispiel geben. Gegeben zu Karlsruhe, den 2. März 1848, Leopold, Großherzog von Baden. Jetzt haben wir die. Langsam. Vom Boden. Auf Beschluss des Untersuchungsgerichtes St. Blasien tue ich dir kund und zu wissen, Loch Heiri, du bist verhaftet. Wegen Anführerschaft, Rädelsführerschaft, wegen unerlaubtem Waffenbesitz, umstürzlerischer Vereinigung, deine Familie ist dem Armen gesetzt und du selber dem Gericht nach Freiburg zu unterstellen. Abführen. So hat Loch Heiri exerziert mit der Blasiwälder. 1848 sind so Kandere marschiert. Kauft der Hekasig. Loch Heiri hat immer willen, freie Masi. 20 Jahre gelebt vom Wildere und so Hof und Acker kalte. Alalali, alalali, allo. Alalali, alalali, allo. Doch Heiri sieht ein Rehbock, zielt und legt da. Es wird ihn doch keiner gesehen. Im Schnee hat's Fußspuren gehabt. Zwei Waldhüter haben Loch Heiri gestellt, am St. Stephanus-Tag ist g'si. Daheim haben sie gewartet auf der Heiri. Alalali, alalali, allo. Alalali, alalali, allo. Loch Heiri hat sie ergeh und ist g'si ohne Gewehr. Auf einmal ein Schuss losknallt. Loch Heiri pflügt in Schnee, sie ist g'si bitter kalt. Hier ist nun die Stelle, wo mein Großvater sich mit diesem Wilderer Loch Heiri am Weihnachtstag 1867 getroffen hat. Mein Großvater kam hier über dieses Weitfeld, also durch den Wald, über einen Fußweg in Richtung runter nach St. Blasien. Er wollte in die Frühkirche. Das war so morgens zwischen 5 und 6 Uhr. Und der Loch Heiri kam hier über den Pfaffenbründliweg und wollte offensichtlich in Raum Buchenland zur Wilderei. Mein Großvater sagt, aber Heinrich, am Weihnachtstag wildert man nicht, das bringt dir kein Glück. Und er hat ihm zur Antwort gegeben: Wir schießen vierbeiniges und zweibeiniges. Das ist egal. Und auf diese Art haben sie sich dann getrennt. Der Loch Heiri ist dann in Richtung Buchenland und hat im sogenannten Neuhäuser Loch, das ist unterhalb Buchenland, in Richtung gegen das Albtal zu, hat er dann gewildert. Thank you.
jetzt durch. Da vorne teilen sich jetzt Spuren da. Sie sind wegen da rauf, gell? Ja, doch, also Sally. Ja. Also gehen wir dann noch. Da. Ja, der Berg rauf da. Mhm.
Schieß. Bist du verrückt? Verschossen, sie haben den Vater verschossen. Oben am Neuhäuser Loch. Der Förster und der Amtmann von hinten kommen mit, schauen sie euch an. Es war ganz gemein, von hinten haben sie geschossen. Ich hab's ganz genau gesehen, jetzt bin ich abgerannt, um euch zu holen. Jetzt müssen auch gleich mit raufkommen. Da ist es. 1867, Nummer 7. Im Jahr 1867, den 26. Dezember, nachmittags 4 Uhr, wurde in hiesigem Domänenwald erschossen, was augenblicklichen Tod zur Folge hatte, und am 29. desselben Monats vormittags 9 Uhr durch den Unterzeichnenden beerdigt. Heinrich Isele, Bürger und Landwirt im Blasiwald, 57 Jahre alt, ehelicher Sohn des verstorbenen Bürgers und Bauern Matthias Isele und der Maria Matt von Staufen. Zeugen, der hiesige Bürger und Totengräber Johann Ebner und hiesiger Mesmer Timotheus Schmidt. St. Blasien, 29. Dezember 1867, Brehmeier Pfarrer. Das ist es. Ja. Hier schlummert sanft Heinrich Isele von Blasiwald, geboren 14. Juli 1810, welcher am 26. Dezember 1867 am Stephanstag auf der Jagd wegen einem erlegten Reh von Waldhüter Nägeli und Böhler in der Forstei Wolfsboden bei St. Blasien erschossen wurde. Mhm. Irren ist menschlich, aber wegen einem Reh einen 60 Jahre alten Familienvater plötzlich das Leben nehmen, ist ein Verbrechen, das von Menschen nicht beurteilt werden kann.
Dieses Urteil wird der Richter über Leben und Tod geben, welcher ausdrücklich sprach, Mensch, richte nicht, so wirst du auch nicht gerichtet werden. Diese Inschrift musste auf Anordnung entfernt werden. Hier schlummert Sanft Heinrich Iseli von Blasiwald, geboren 14.07.1810, gestorben 26.12.67. Was ist jetzt da eigentlich abgeändert worden? Ist da, weil er erschossen worden ist, das haben sie abändern müssen, nicht weil er erschossen worden ist, das wollte sie nicht, aber ja. Der Staat. Hier schlummert Sanft. Ja, da heisst es so oben auch. Aber da heisst doch, dass er erschossen worden ist, nicht, und das haben sie nicht will, der Staat. Das hat er nicht wollen haben, nicht? Mhm. Ja. Muss man wieder lesen? Nicht, nicht. Lang das. Ja, ja. Wegen einem erlegten Schrei heisst es doch da oben, nicht? Und das haben sie jetzt nicht wollen an der Stadt. Das haben sie abgeändert. Müssen. Aber es ist nur der ganz kurze so schreiben müssen. Mhm. Ja, ja. Ja. Sicher, entweder Angehörige oder Freunde dieses Lochheire haben an dieser Tanne eine Tafel angebracht, wo ein Hinweis darauf war, dass er hier durch Mörderhand gefallen wäre. Diese Tafel wurde mehrmals entfernt und immer wieder angebracht. Wieder andere Tafeln. Nicht wahr? Und auch auf dem Friedhof, auf seinem Grabmal, soll eine solche Inschrift angebracht worden sein, die besagt hat, dass er durch Mörderhand gefallen wäre. Auch das musste durch behördliche Verfügung, musste diese Tafel wieder entfernt werden. Aber trotzdem hat es offensichtlich über lange Zeit die Gemüter hier im Blasiwald bewegt. Und aus diesem Grunde ist auch bis heute diese Geschichte noch lebendig geblieben. Im Wald und in der Berg, ja, da lebt Freiheit. Lochheiri hätt sterben müssen dafür. Für die Obrigkeit ist Freiheit ein Geschwür. Im Wald und in der Berg, ja, da lebt Freiheit. Lochheiri hätt sterben müssen dafür. Für die Obrigkeit ist Freiheit ein Geschwür. Halalali, halali, hallo. Halalali, halali, hallo. Halalali, halalali, hallo. Halalali, halalali, hallo.